In diesem Video werde ich den Begriff der sozialen Schicht erklären. Falls ihr neu auf dem Kanal seid und euch für Soziologie interessiert, abonniert gerne den Kanal und aktiviert die Glocke. Auf diese Weise verpasst ihr kein Video mehr. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit diesem Video. Dieses Video ist zum einen Teil meiner Reihe zu den Grundbegriffen der Soziologie. Andererseits ist es Teil meiner Ethik-AB-Determinismus-Reihe. Wir befinden uns hier gerade im Gebiet der soziologischen Determination. In diesem Video werden wir betrachten, was genau mit der sozialen Schicht gemeint ist. Zuallererst sollte ich sagen, dass es für den Begriff der sozialen Schicht innerhalb der Soziologie keine allgemeingültige Definition gibt. Ich werde für dieses Video auf die Definition des Soziologen Reinhard Pollack zurückgreifen. Nach ihm kann die soziale Schicht als eine Gruppe innerhalb einer Gesellschaft verstanden werden, deren Mitglieder jeweils bestimmte schichtkonstituierende Merkmale oder eine Kombination davon gemeinsam haben. Zu diesen schichtkonstituierenden Merkmalen zählen beispielsweise der Beruf, das Einkommen, die Bildung, das Ansehen, der Wohnort oder die Lebensführung. Ich möchte das an einem Beispiel veranschaulichen. Wenn wir uns eine stereotypische Person vorstellen, die zur Oberschicht gehört, stellen wir uns in der Regel jemanden vor, der auf verschiedenen Dimensionen einen hohen sozialen Status genießt. Nehmen wir beispielsweise ein Vorstandsmitglied einer Bank. So eine Person genießt hohes berufliches Ansehen, ein vergleichsweise hohes Einkommen und wird auch einen hohen Bildungsabschluss besitzen. Ihre soziale Schicht spiegelt sich zudem auch in ihrer Lebensführung wider. Womöglich trinkt diese Person gern teuren Wein, fährt an bestimmte Urlaubsorte, verkehrt in ganz bestimmten sozialen Kreisen, zieht sich bestimmte Kleidung an, geht bestimmten Freizeitaktivitäten nach und so weiter. Betrachten wir im Vergleich dazu eine Person, die man eher der Arbeiterschicht zuordnen würde. Nehmen wir beispielsweise einen Krankenpfleger. Dieser erzielt im Vergleich zum Bankvorstand ein vergleichsweise geringes Einkommen und hat in der Regel keinen so langen Bildungsweg hinter sich wie dieser. Die Schichtzugehörigkeit des Krankenpflegers macht sich typischerweise ebenfalls in seiner Lebensführung bemerkbar. An diesen Beispielen sieht man, dass der soziale Status, den wir im letzten Video behandelt haben, und die soziale Schicht einer Person eng zusammenhängen. Die soziale Schicht bezieht sich eher auf soziale bzw. sozioökonomische Merkmale einer Person, während sich der soziale Status einer Person eher auf die gesellschaftliche Bewertung dieser Merkmale bezieht. Lasst uns jetzt aber erstmal zum nächsten Punkt kommen. Die sozialen Schichten werden in der Regel vertikal angeordnet. Klassischerweise spricht man von Unter-, Mittel- und Oberschicht. Oft wird zusätzlich noch die Arbeiterschicht statt oder zusätzlich zur Unterschicht mit aufgenommen. Aber auch andere Einteilungen sind denkbar. Ich will euch dafür einmal zwei Beispiele geben. Hier seht ihr einmal das sogenannte Dahndorf-Häuschen. Der Soziologe Ralf Dahndorf hat dieses soziale Schichtenmodell 1965 für die damalige Bundesrepublik Deutschland veröffentlicht. Hier sieht man, dass die sozialen Schichten noch viel weiter ausdifferenziert werden können als nur nach Unter-, Mittel- und Oberschicht. Ein anderes Modell ist die sogenannte Bolte-Zwiebel. Sie stammt vom Soziologen Karl Martin Bolte und wurde in den 1960er Jahren ebenfalls dafür erstellt, die Sozialstruktur des alten Westdeutschlands zu beschreiben. Kommen wir jetzt zum nächsten Punkt. Die Einteilung von Menschen zu sozialen Schichten erfolgt entweder objektiv oder subjektiv. Objektiv bedeutet hier, dass man die Leute nach bestimmten sozioökonomischen Merkmalen, also der formalen Bildung, Einkommen, Beruf und so weiter, in bestimmten Schichten einordnet. Eine andere Methode der Schichteinteilung ist die subjektive. Hier befragt man die Leute, welcher Schicht sie sich subjektiv zugehörig fühlen. Letztere Methode wendet beispielsweise der Albus an. Der Albus ist eine große sozialwissenschaftliche Bevölkerungsumfrage, die alle zwei Jahre seit 1980 durchgeführt wird. Im Albus 2018 wurde unter anderem gefragt, zu welcher Schicht sich die befragten Personen zuordnen würden. In der Frequencies-Spalte sieht man die Anzahl der Personen, die sich der jeweiligen Schicht zugehörig fühlen. Das bedeutet, dass sich 2018 57,89% der befragten Personen der Mittelschicht zugehörig gefühlt haben. Zwischen objektiver und subjektiver Schichteinstufung können durchaus große Unterschiede bestehen. Beispielsweise hat der CDU-Politiker Friedrich Merz gesagt, dass er sich selbst zur gehobenen Mittelschicht zählen würde. Objektiv gesehen gehört er aber mit einem geschätzten Vermögen von 12 Millionen Euro relativ eindeutig zur Oberschicht. Wenn man Daten zur Schichtzugehörigkeit vorliegen hat, sollte man immer ein Auge darauf haben, ob die Schichtzugehörigkeit subjektiv oder objektiv ermittelt wurde. Je nach Fragestellung ist das eine sinnvoller als das andere. Ich möchte jetzt auf ein Problem der Einstufung von Personen in soziale Schichten aufmerksam machen. In der Regel erfolgt diese Einstufung anhand von sozioökonomischen Merkmalen, wie dem Beruf, dem Einkommen und der Bildung. In Industriegesellschaften korrelieren hohe Werte einer sozioökonomischen Dimension, aber nicht immer mit hohen Werten der anderen Dimensionen. Also teilweise haben Personen ein hohes Einkommen trotz geringer Bildung oder andersherum. Diese Statusinkonsistenzen machen eine objektive Einordnung der Personen in eine soziale Schicht äußerst schwierig.
So einer Person fällt es in der Regel auch schwer, sich subjektiv in eine soziale Schicht einzuordnen. Lasst uns nun den Bogen zum soziologischen Determinismus spannen. Die soziale Schicht einer Person übt einen Einfluss auf ihr Denken und Handeln aus. Statistisch gesehen nimmt die soziale Schicht einer Person beispielsweise große Einflüsse auf ihre Bildungs- und Gesundheitschancen. In dieser Grafik sieht man beispielsweise, dass Kinder aus niedrigeren sozialen Schichten statistisch gesehen seltener aufs Gymnasium gehen als Kinder, die aus höheren sozialen Schichten kommen. 2009 sind 79% der Kinder aus Akademikerfamilien auf die gymnasiale Oberstufe übergegangen, während das auf der anderen Seite nur 43% der Nicht-Akademiker-Kinder getan haben. Daran sieht man, dass die soziale Schicht der Kinder beeinflusst, auf welche weiterführende Schule sie gehen. An Beispielen wie diesen sieht man, dass die soziale Schicht einer Person Einfluss auf ihren Werdegang nimmt. Insofern hat die soziale Schicht einer Person auch einen Einfluss auf ihr Denken und Handeln. Ganz am Anfang haben wir ja gesagt, dass soziale Schichten bestimmte Gruppen innerhalb einer Gesellschaft sind. Doch was sind Gruppen eigentlich aus soziologischer Sicht? Wenn ihr euch für Gruppen interessiert, klickt gerne auf dieses Video. Ich wünsche euch viel Spaß dabei, bis gleich.